Dann hallo, hier bei Bloodborne. Und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich habe jetzt mal wieder folgende Sachen festgestellt. Nicht das, sondern das hier. Also mit den ganzen Verliesen bin ich ja gerade dabei. Ist eigentlich ganz nett und so. Bloß, wie weit geht denn das jetzt eigentlich alles? Wenn man jetzt mal hier sich die ganzen Einstellungen mal vornimmt, habe ich das hier mal zumindest mal gesehen. Es sind anscheinend vier verschiedene Art von Verliese. Und bisher bewegte ich mich immer in diesen ganzen kryptomerianischen Teilen. Wenn man das mal noch anschaut, Tiefe 5 ist anscheinend möglich und dann die stinkende Opfergabe, habe ich ja alle schon mal gehabt. Wenn man jetzt meine Kirche mal hier so anschaut, ich war bisher immer, also immer erst im ersten Käfig drin. Ich hätte noch einmal den hier, was ich auch ganz interessant finde, nur leider Gottes habe ich gerade kein Ritualblut Nummer 4. Kann man auch nicht kaufen, habe ich schon geprüft. Deswegen ist jetzt mein Vorschlag. Ich weiß noch nicht, wie viel ganze Grinding-Arbeit das Ganze ist. Und wenn es zu viel ist, das möchte ich euch eigentlich ersparen. Deswegen werde ich es einfach folgendermaßen machen. Ich werde mal jetzt hier noch das eine andere untere pneumatische Verlies anschauen. Wenn ich dann nach Ritualblut 4 kriege, springe ich direkt zum Loran. Und wenn das dann noch zügig vorangeht, dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Aber wenn das Ganze zu viel Grinding wird, dann erspare ich euch das Ganze. Weil ich habe da bestimmt auch noch einige andere bessere Sachen zu zeigen als das. Ich habe allerdings von meinem Bruder gehört, der wollte das Ganze schon fertig, habe, dass es da eigentlich sehr coole Sachen gibt anscheinend bei den ganz hohen Sachen. Ganz hohen Verliesen. Hört sich natürlich sehr interessant an, allerdings bis ich soweit bin, wenn es zu lang dauert, ja. Wenn dann bitte offscreen oder so. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer komplett in mir jetzt die ganze Zeit so hinterher schaut, wie ich jedes einzelne Verlies mache. Naja gut, wie gesagt, ich werde das Ganze erstmal hier noch ein bisschen fortführen. Jack. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Und auf geht's. Zu Dungeon Nummer 5, technisch gesehen 3, weil da gibt es ja diese Abstufungen. Pneumerianisch und das Zentrale. Ich weiß nicht, ob ich es letztens schon erwähnt habe. Ich glaube, eins davon ist immer der Zufallsgenerierte, wie ich so festgestellt habe. Und einer davon nicht. Einer ist so fest und einer zufallsgeneriert. Glaube ich jetzt zumindest. Weil ich es jetzt nur wieder irgendwie verrissen habe. Jedenfalls, los geht's, würde ich sagen. Ich werde ein bisschen Tempo geben. Weil je nachdem, wie lange das dauert, ja. Abwechseln und so. Das einzige Coole dran sind ja sowieso die Bosse. Und auf die habe ich es natürlich abgesehen. Aber um so weit zu kommen, wissen wir ja die Mechanik. Erstmal zum Schalter und dann wiederum weiter zum Boss. Und voll das Weichen und so ein Schmarrn. Deswegen. Tür. Tür ist schon mal ganz gut. Guter Startwert. Jetzt muss ich bloß den Schalter finden, der wo irgendwo oben in irgendeiner Ecke versteckt ist. Aber sind sie ausgeklappt und dann geht's Action. Auf geht's. Lass mich durch nichts aufhalten. Also doch vielleicht kleine Schätzchen, die wo ich mal ganz kurz eines Blickes würdige. Und auch den Sackgassen. Spinne! Spinnen! Moment, die Spinnen sind doch so ultra frech. Scheiße, scheiße, scheiße! Warum habe ich eigentlich bloß schon wieder bloß zwei Blufiolen? Da stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Weißt du, erzähle ich halt hier, ich mach gleich den hohen nächsten Kelch. Und dann kriege ich hier schon wieder Spinnen vorges. Wie viel Sinn hat das? Ja, okay, sind nicht so stark, wenigstens das. Aber die sind halt so wuselig und haben so blöde Fühler. Beinchen, mit denen sie alles quer längs ziehen. Die eine Spinne unten kann mir erstmal gestorben bleiben. Solange ich noch nicht Probleme mit ihr habe. Warte mal, wo ist er? Wenn er jetzt hier eine kleine Spinne ist. Oh, ist das der Schalter? Ja, yep, das ist der Schalter. Vielleicht das nächste Mal für die Spinnen benutzen. Oh, schon wieder eine. Oh, schon wieder eine. Oh, schon wieder. Oh, die große. Warum sind denn auf einmal hier so viele Spinnen? Oh, da kommt schon die nächsten. Oh, verdammt. Ja, direkt in den Kopf auch drauf gekommen. Ja, sehr schön. Da lässt du dich einfach mal von Spinnen komplett aus der Ruhe bringen. Und vergisst sogar die Falle, wo du gerade eben noch aktiviert hast. Mann. Okay, ich weiß, ich soll mir ein bisschen zusammenreißen. Jetzt gleich.
Jetzt gleich. Jetzt gleich. Jetzt. Jetzt reiße ich mich zusammen. Da sind aber schon wieder so viele Spinnen. Das ist wie in diesen einen blöden anderen Stelle gewesen. So viele Spinnen, dass es richtig ätzend ist. Dass du da richtig Probleme hast. Spinnen, kommt! Feuer ich euch ab. Come on, jetzt gibt's Trickster Battles. Verdammt. Autsch. Mann, wie viel sind es? Ich muss wieder aufpassen, nicht, dass es zu viel werden. Und. Ich reiß euch alle. Das ist es schon wieder. Warte, warte. Oh, schon wieder eine. Die kommt von oben. Ich muss sie alle so komplett wegreißen. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Die sind immer in der Überzahl, diese kranken Drecksspinnen. Und ich habe kein Blut mehr. Das ist schon wieder. Perfekter Einstieg schon wieder im Blapp. Und ich werde verrückt. In diesen Dungeons sind doch so viel Blutfiolen sonst gewesen. Wo sind sie denn jetzt? Wo habe ich denn schon wieder letztens so viel Blutfiolen verbraucht? Es gab doch bestimmt einen Grund. Einen sinnvollen. Nicht. Na gut, wie stelle ich das sonst an? Dann muss ich es doch wieder mit kleinen Tick vorsichtig angehen. Aber die kommen alle von oben auch. Das war. Ach. Das war, wollte ich sagen, der erste, aber die, selbst die halten ja mittlerweile schon einen Schlag aus. Ratsch. Und die nächste Spinne. Ranger nutzen. Und eins und zwei und wieder eine. Warum kommen die? Moment mal, die sind ja die. Ah, ich hab schon wieder vergessen, die roten sind. Die verstärken und gleichzeitig beschworenen Spinnen. Also muss irgendwo eine Bitch sein. Da! Bitch! Sie sind nicht down. Wenn sie nicht down ist, sind die Spinnen noch da. Weg mit der. Jetzt. Oh yes. Oh, die ist aber nicht beschworen. Und. Weg mit der Spinne. Kann es jetzt eigentlich richtig losgehen? Wäre mir sehr recht. Auf geht's zum Schalter. Was denn? Was? Der ist neu. Der ist wirklich neu. Hui, der ist sogar stabil genug, um mir ein paar Treffer auszuhalten. Und von oben runter. Meins. Weiß nicht, ob das vielleicht sogar was Gutes war, aber. Keine Zeit, keine Zeit. Ich habe die Tür entriegelt und gleich wieder runter. Eigentlich ist der Weg sowieso ziemlich kurz gewesen. Bloß da waren schon wieder so viele Spinnen zwischendrin. Da, genau die. Nein. Oder? Wenn ich sie alle runterlocke und alle sofort umfetzt, dann wäre vielleicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich will. Ich will mein Zeugs wieder. Und ich will mich rächen. An diesen verdammten Spinnen. Wo ist die wichtige Große? Na komm schon, Spinnchen. Ich weiß, wo meine kleine Sense trifft und wo nicht. Wenn ich mich konzentriere. Wollte ich wieder einen schnellen Schlag ansetzen. Kleines freches Ding. 4700. Wenn ich mal ganz kurz hinhau, nimm es doch mal schnell mit. Und jetzt back in action zum ersten Boss. Wie gesagt, das Ganze, es zieht sich ein bisschen. Wenn dann mal jedes von diesen Einzelkelcharten wiederum 6 Unterdungeons hat, jeweils in 2 Gruppen kategorisiert, dann noch zusätzlich. Dann sind ja doch relativ viele, was an und für sich interessant ist für. Weg, Digga. An und für sich interessant ist für
Grinding und sonstige Sachen, wenn man haben will, aber nur für dafür. Und ich bin ja eigentlich nicht unbedingt dazu da, euch Grinding zu liefern. Jetzt muss ich aber wieder aufpassen. Ich habe kein Blut für Holzzeugs. Oh, ich hasse alle gleich weg. Und kein Normal. Da haut wirklich. Oh, verdammt, 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 wie kriege ich jetzt. Nachteil, Nachteil, Nachteil. Das war knapp. Oh nein, Fußtreffer. Ich habe keine Blut. Das ist verdammt schlecht. Wo ist mein Blut? Wo ist mein Blut? Welchen Level habe ich denn eigentlich? Ich will mal so einen kleinen Stärkevergleich ziehen. Mit dem, was ich jetzt habe momentan. Da, 87. 87. Hört sich irgendwie nicht ganz so ultimativ viel an. Ich hatte eigentlich auch noch nie so richtig Zeit für Grinding oder irgendwas in der Art. Weil ich mich auch nicht zu sehr darauf gestürzt habe. Schließlich habe ich ja das ganze Format hier ja als LP. Und da ist ja nicht unbedingt so viel, was man als in der Sparte machen sollte. Ah. Oh, verdammt, ich krieg die ohne Blut nicht down. Da müsste ich super taktisch kämpfen. Kriege ich ja bloß nicht hin. Und dann. Und ich kriege einen Schuss. Manometer. Manometer, hau ab. Wenn ihr euch beide hier hinten vielleicht fest. Oh ja, 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 mach. Aber der schützt danach. Das weiß ich jetzt schon. Tada. Der würde schon gern versuchen. Der will den letzten verdammten Stich noch ansetzen. Hey, ich habe einen schon down. Oh, verdammt. Da war leider ein klein wenig zu wenig Aufladung dazwischen. Nein, ich brauche Blut, ich brauche Blut. Das ist ein Problem, wieder mal, wie immer. Weil es auch wieder mal 3 sind und wieder mal Unterzahl. Das ist jetzt hier auch schon wieder ziemlich oft der Fall, was ja ziemlich blöd ist. Ich könnte mir ja theoretisch ja einen Kollegen holen. Richtig? Moment mal kurz. Kleine Auszeit. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Blutsachen mache, versuchen wir es doch mal bei was Neuem. Wie wäre es, wenn ich jetzt mal hier Leute helfen? Was ich mit helfen lassen? Klingeling! Möchte jemand kommen? Come on. Come on. Irgendjemand möchte doch bestimmt jetzt helfen. Das ist der große Moment, wo man helfen kann. Genau jetzt. Wenn man einen Gegner vor sich hat, den wo man halt bloß dadurch besiegt, weil man sich nicht heilen kann, weil man nicht wenig Sachen hat. Ah, das Setup ist wieder so schlecht. Verdammt, verdammt, verdammt. Da gehen wir schon wieder gewaltig auf drüber. Ja, danke. Spinnen. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch wirklich nicht. Was dann ist. Dabei bin ich doch nicht mal bei den hohen irgendwelchen Verliesen oder so. Ich bin bloß vor den untersten, vor dem ersten. Okay, ich Kategorie Teil da. Plüpte Meru. Plüpte Meranisch. Weh. Gibt's doch nicht.
Ja, natürlich, stimmt ja. Und jetzt habe ich dadurch, dass ich niemanden gefunden habe, muss ich nur neu bimmeln. Come on, einer könnte mir doch bitte helfen. Danach geht es wieder besser, weil danach habe ich wieder Gegner, die brauchen ein bisschen mehr Blutecho. Ja, auch Blutfionen droppen. Das kann doch echt nicht sein. So schlecht? So schlecht? Vor allem stelle ich natürlich fest, ist er natürlich eine von diesen Super-Spinnies. Ah, damit, weil diese blöden Glöcknerinnen immer da ist. Stirb! Yes! Ich habe eine Person entdeckt! Ich habe eine Person entdeckt! Schnell zur Person! Schnell, 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 schnell! Ich muss sie begrüßen! Damit sie auch schnell zum Boss kommt. Ist auf einmal ziemlich interessant. Oh ja! Wo ist er? Hier ist er. Sehr schön. Mhm. Dankeschön. Also dann, Ino593, auf geht's. Gleich zum Boss. Is er ready? Yes, auf geht's. Sich bloß nicht killen lassen. Jetzt wo ich hier schon extra einen Partner habe. Ich bin derjenige, der wo nicht sterben darf. Zurück mit euch. Zurück mit dir. Nein, geh weg. Kannst du Deckung nutzen? Oh, er ist auch ein bisschen schwerer angeschlagen. Ist hier nix. Wie viel KP hat der noch? Weg mit dir! Oh, scheiß Riesenschaden! Jetzt wäre das super schlecht, wenn ich noch einen kleinen Fußschlag drauf gehe. Oh, ich kann mich nicht heilen. Oh, verdammt. Das war jetzt strunzdumm. Verdammt. Verdammt, verdammt. Das ist nur, weil ich kein Blutzeug habe. Das ist doch so schlecht. Das ist doch so schlecht. Das ist doch so schlecht. Oh, danke. Dann geh halt kurz raus und kauf mir was. Oh Mann, ist das schon wieder blöd. Ist nichts mit durchraschen. Tss, Mann. Der war auch schon im Gegensatz zum Zentralen, ist dieser untere hier jetzt doch eine ganze Ecke stärkere Gegner, die wohl mir da entgegenschlagen. Schon ziemlich frech. Ist echt ziemlich frech. Und ich kann ja im Einzelding auch nicht, weil. Jetzt hätte ich nämlich gedacht, vielleicht könnt ihr mal kurz zu den Schweinis vorbeischauen, aber nein, ich geht ja nicht. Geht ja auch nicht, weil, wie ihr sehen könnt, da sind bloß hier welche. Wie viel habe ich denn von den Teilen? Da sind zwar schon noch ein paar dabei, aber trotzdem. Wie viel gibt ihr? 5000, yes. Lass mal sehen, das sind ach, auch plus 5. Verdammt, da kann noch mal eine Nummer was. Hier, das da. Und jetzt kaufen und dann 8 Stück, die sollen wir noch jetzt reichen. Ich muss mir ja bloß ein, zweimal heilen. Der Rest kriege ich dann schon irgendwie wieder hin. Das sind dieselben Idioten, die wo mir sonst immer begegnen. Nur sind diesmal die Idioten halt einfach mal stärker. Dieses Konzept. Jedes Spiel mit diesem Konzept.
Gleichzeitig kann man es verstehen, aber gleichzeitig, wenn da solche Sachen sind, da denkt man sich, du bist jetzt gerade von denselben verdammten, beschissenen, identischen Typen genervt, nur halt hat er andere Zahlen im Hintergrund. Und genau deswegen macht er dich jetzt fertig. Jetzt kommt der, jetzt kann ich mich heilen. Volltrottel, ihr Fetten. Na kommt. Nur weil ich jetzt ein Blutvieh gekauft habe, weiß ich noch lange, dass ich nicht taktisch kämpfen darf. Sehe eigentlich immer noch der geschwächte Typ. Alter. Oh, ne. Schießel Diesel. Ja, gibt's denn das auch? Ja, Kreuzkruze fix nochmal. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wenn ich mit diesem Kelch fertig bin, gucke ich noch in den Loran rein. Wenn der Loran dann so verschissen super schwer ist, dann kann man das gleich ganz, die ganze Sache also komplett gleich mal abhaken. Weil dann wissen wir schon Bescheid, dann wird es sowieso nichts. Wenn es hier jetzt schon stockt und dann die super Dinger dann schon kommen, dann kannst du alles vergessen. Alles nur wegen euch. Was bist du von hinten? Schleich dich bloß. Also, Hauptsache hinhauen. Und Hauptsache er schießt wieder. Ja, nutzen wir die Deckung. Wenigstens haben wir hier sollen. Das ist doch eine Wrecksverarsche! Das ist so dreckige Schütze! Und diese Drecks viel Schaden, wo ich krieg. Das ist doch nicht mehr nochmal. So habe ich mir meinen Start nicht vorgestellt. In diesen fünften Dungeon. Wirklich nicht. Den habe ich so schön viel Schaden veranstaltet immer, verursacht. Und jetzt er nicht mehr. Das ist einfach frech. Das ist doch. Gib mir deine Kapazität. Du sollst doch die größten Deppen. Du bist vor allem der größte Depp. Dieser Superschlag, er ist so praktisch, aber gleichzeitig auch, ich brauche das so lange zum Aufladen. Oh, jetzt hätte ich wieder fast versaut. Oh, ich kann es immer noch versauen. Dämliche Einkasteltypen. So, jetzt haben wir ein weniger, das ist schon mal so viel verträglicher. Und jetzt einer weg. Umgeschubst. Und da kommt auch schon die schöne Spitze. Und da kommt auch schon wieder die schöne Spitze. Und jetzt habe ich dich. Oh, das hat er mich. Oh, weh, weh, nein, 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 nein. Weg mit dir. Oh, ist aber was los, Dicker. Oh, den möchte ich gern, den möchte ich. Komm on. Ich brauche einen Vergeltungsangriff. Ich will jetzt einen Vergeltungsangriff. Komm on, schieß auf mich. Schieß. Schieß einmal noch auf mich. Trau dich.
Oder hast du keinen Bock mehr? Das würde natürlich wieder perfekt zu dir passen. Ach, natürlich. Ja, es passt wirklich perfekt zu ihm. Ein dreckiger Drecksstinker, den wo ich jetzt umhau. Und selbst dann ist er immer noch ein dreckiger Stinker. Ich hau dich um! Dämlichste blöde Idioten. Nimmt man die Unterhose. Also das ist echt unglaublich. Für eine verdammte Ebene habe ich jetzt die ganze Folge schon wieder verbraucht. Ich gucke mal noch kurz rein und dann kurz Unterbrechung. Soll ich denn dafür Wasser? Normalerweise keine guten Geräusche. So, haben wir also wieder den Aufbau. Heißt das im Klartext, da drüben ist wieder das Gemüse. Die Vegetation. Hey, sogar die Tür. Skorpione? Moment mal, der ist neu. Oder hatte ich die Skorpione schon mal? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Also, oh, ich muss den kompletten unterm Weg nehmen. Oh, ich hatte ich schon mal. Autsch, ja genau, schauen wir halt nur 3000 leisten. Obwohl du nur ein ganz kleiner Idiot bist. Jetzt ist es... Was ist denn da los? So ein kleiner Idiot ist schon so schnell und schadet mir so viel. Das ist doch echt die Härte. Sind denn alle, sagen wir mal, diesen 5., 6. Dungeon jedes von diesen Kategorien? Sind es vielleicht immer genau die, die halt wirklich heftig sind? Wo halt einfach schon ein bisschen mehr verlangen? Und so? Ja, genau. Was hat's gebracht? Ist der andere Typ wahnsinnig jetzt? Wo ist er denn überhaupt? Versuchen wir mal. Ah, Ratte. Ratte kann man. Ah, Dreckschleim. Oh, nein. Ah, ja, ich bin tot. Oder? Nicht mal ganz. Aber jeden Augenblick. Die Ratte ist jetzt genauso. Die wird mich jetzt bestimmt killen. Oder ich bin schnell genug. Was ist denn hier oben überhaupt? Hund? Ja, genau, Hund. Auf Hund habe ich genau jetzt Bock. Immer Hund. Hund, ein anderes Ding. Getöse. Das sieht mir danach aus, ob es einbricht. Wenn man ein bisschen zu vorsichtig. Oh, sind es wenige. Oh, ich wollte noch gar nicht springen. Oh, verdammt. Oh, meine Blutfioren gehen schon wieder komplett zur Neige. Es wird einfach so viel. Oh, sie macht. Ich brauche noch einen Tick länger immer zum Aufladen. Scheiß schnellen Gegner immer. Oh, das war gut mit der Ecke getroffen. So mag ich das. Und dann noch schnell begraben mit meiner Sense. Warum denn? Das muss doch nicht immer sein. Was ist. Ich mache jetzt einfach den da. Ha, Idiot. Und sterbe ich gleich. Ich habe bloß einen Funzel Energie. Passen wird's zu dieser Folge. Ja, ich wollte eigentlich einen Break machen. Nee, ich gehe da hoch und dann mache ich einen Break. Oder so. Ah, da ist ja das Ding. Ey, brennst du eine rein, dann brenne ich dir eine rein. Erstmal das. Wollen wir doch mal das Wichtigste gleich mal klären. Schubs mit dir um. Yes. Ah.
Distanzkampf. Distanzkampf. Uah. Was ich ganz interessant finde, dass das immer die ganze Zeit über glüht. Wird das irgendwann mal kühl? Nein. Logik. Logik ist hier nicht gestattet. Wenn es weitergeht, haben wir nur Bord 3. Yes, das war der Finisher. Juhu, verfluchtes irgendwas. Könnten coole Sachen sein. Aber leider bringen die jetzt gerade in diesem Moment nicht viel. Hm, wie komme ich aber jetzt zurück ohne... Ich könnte... Wieder der Schleimbatzen da, der wo mich nervt. Wo vor allem einfach mal so runterkommt. Ich bin der Schleimbatzen. Ah, da ist er doch, der Schleimbatzen. Hammer auf den Schleimbatzen drauf. Warum ja auch nicht? Rausgefordert hat er es ja auch. Die Ratte steht auch schon in Angriffsposition. Getreu dem Motto, komm doch her, komm doch her. Schnupf, 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 komm doch her. Nein, ich werde nicht herkommen, du gehst weg. Ja genau, gib mir lieber dein Grabschimmel Level 3. Momentchen mal. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh ja, sind da hinten? Das ist alles Ratzen? Scheint so. Moment mal. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn eine Stelle schon wieder hin? Hier bin ich hin und dann ist er da. Und wenn ich, das heißt, ich war hier irgendwo rechts. Hm? Oder bin ich da durch? Hä? Hier war ich doch gerade. Und? Gib mal wenigstens mal Blut. Ihr seid alle so schlecht. So unnütz seid ihr. Wo bin ich denn jetzt? In verrauchten Gegenden, wo eine Thema herumliegt. Ein Seil, Monotov und Kisten. Meins. Oh. Könnte was von den Viererblut mal drin sein. Das könnte ich gebrauchen. Wobei, ich glaube, das wird dann allerhöchstens beim nächsten dann dabei sein. Hm. Ja, ich... Ich wollte eigentlich bloß zurück. Aber wie, oh wo? Ich glaube, ach, hier müsste ich vielleicht runterfallen. Dann wird es besser funktionieren. Yes, hier schaut es schon besser aus. Der Skorpion auf der anderen Seite, den will ich gar nicht wissen, was der macht. Moment mal. Bevor ich den Boss nächstes Mal lege, oder mich überhaupt in den Gegend trete, mache ich jetzt ganz kurz hier Pause. Ich werde die Pause nutzen, mir kurz ein bisschen was einzukaufen für das Zeugs, was ich jetzt hier habe. Und ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder beim Boss.